Ob nicht noch höher, von Yitzchak lebt Peretz. Und der Nemirover verzliches Zeit, jeden Frühmorgen nählen werden, verschwunden. Man sagt ihm nicht sehen in Ergetz, nicht in Schuh, nicht in Beide, Batei mit Roschen, nicht bei Arminien und in der Heim, Avade und Avade nicht. Die Stube ist gestanden offen, wer es hat gewollt, ist da rein und herausgegangen. Gedampft beim Reben hat man nicht, aber kein Lebedig bei Schäfen ist, ist in Stube nicht gewesen. Wo kann sein der Rebe? Wo soll sein? Mit einer Stamm im Himmel. Wenige Geschäften hat der Rebbe, Feiern mit Neurem zu versorgen. Ida lach kein Einhore, darf ein paar Mal sehen und schollen, gesund, gute Schiduchim, wie ungut und froh sein, und die Sind ist doch groß, und der Sot mit seinen tausend Augen guckt von einer Quelt bis der zweite, und seht und verklagt und massert, und wer soll helfen, als nicht der Rebbe? Also oder Eulen getracht. Einmal ist aber umgekommen an Litwa. Lachte. Ihr kennt doch die Litwakes. Von Mussers Forum halten sie wenig. Davor stoppen sie sich an mit Schass und Postkin. Weiß der Litwak aber fährische Gmore. Die Augen stecht er aus. A viele Moshe Rabbeinu, weiß der, hat mein Leben nicht gekonnt, der Räufe aus dem Himmel, nur gehalten sich 10 Wochen unter dem Himmel. Nur geh ich spar sich mit der Litwak. Wo denn kommt dahin der Rebbe? Mein Deige, entfört er, und zieht mir die Achsel und doch geht die Dieber, was er Litwa kennt, ist er sich mit Jaschef zu der Gehen die Sache. Noch demselben Vernacht, bald noch Meires, dann wird sich der Litwa zum Reben in Cheder rein, legt sich unter ein Rebens Bett und liegt. Er muss abwarten und sehen, wo der Rebbe kommt dahin, was er tut schliches Zeit. Ein anderer wird öfter eingedrämmelt und verschlossen die Zeit. Ein Litwa tut sich an Eze. Lernt er sich äußern wenig a ganze Masechte. Ihr gedenkt schon nicht, Chulin Zindorin. Fahrt Tag hört er, wenn er klappt zu Sliches. Der Rebbe ist schon nicht geschlossener Zeit. Er hört ihm schon öfter a ganze Schock krächzen. Und wer es hat gehört, dem Nemerover krächzen, weiß, wie viel Zar, Farkol Israel, wie viel Isurim es hat gesteckt in sein jeden Krächzen. Den ist schon effekt ausgehen, herrendig das Krächzen. A Litwak hat doch aber ein eisernen Herz, hört er zu und liegt sich weiter. Der Rebbe liegt sich euch, der Rebbe soll leben auf dem Bett, der Litwak unter dem Bett. Dann noch hört der Litwak, wie die Betten in Haus heben und zu skrippen, wie die Bnei Bayes haben sich heraus von den Betten, wie man murmelt ein jüdisch Wort, man gießt Wasser auf den Nägel, es klappen auf und zu die Tieren. Danach ist der Eulen heraus vom Stub und es wird weiter still und finster. Doch im Loten scheint kaum herein ein klein bisschen Licht von der Lebonne. Moide hat er gewöhnt, der Litwak. Als ein Erz geblieben, einer allein mit dem Reben, ist ihm befallen an Eme, die heute schon ihm aufgelaufen verschreckt. Die Wurzeln von den Pees von ihm gestochen in die Schleifen wie die Nodeln. Eine Kleinigkeit mit den Reben und schliches Zeit vertog allein im Stub. Ein Litwak ist doch aber eingespart, zittert er wie ein Fisch im Wasser und nickt. Endlich steht der Rebbe so leben auf. Früher tut er, was er ihr darf tun, dann noch geht er zu dem Kleider Almer und nimmt ein Reus Apekel. Es beweisen sich feuerische Kleider, leibentene Pludern, große Stiefel, Assiermenge, a groß futteren Hittel mit der breiten, langen, ledernen Pass, ausgeschlagen mit meschene Nägelach. Der Rebbe tut es um. Von der Keschene von Assiermenge starrt er aus a Eck von a groben Strick, von a peuerischen Strick. Der Rebbe geht er aus, der Litwak noch. Durchgehendig tritt, ob der Rebbe in Kirch, weckt sich ein, von unter dem Bett nimmt er aus der Hack, verlegt sie unter dem Pass und geht aus dem Stub. Der Litwak zittert, noch er tritt nicht ab. Ein stiller, jom im neuerem dicker Pachat, wiegt sich über die dunkle Gassen. Oft reißt sich aus ein Geschrei von Schliches, von Ergetz Aminien oder ein kranker Krächz von Ergetz Fenster. Der Rebbe hält sich alt in die Seiten von den Gassen,
in die Schotten von den Häusern, von einem Haus zum anderen, schwimmt er raus und der Witwat noch hin. Und der Witwat hört, wie sein eigen Herzklappen mit sich zusammen mit dem Kopf von Rebens Schwere tritt. Aber gehen geht er und kommt zusammen mit dem Reben aus der Stadt raus. Hinter der Stadt steht der Weltl. Der Rebbe soll leben, nimmt sich in Weltl rein. Er macht da 30, 40 Tritt und stellt sich ob bei Bemel. Und der Litwak wird Niveau und ich stehe ihn sehendig, wie der Rebbe nimmt raus vom Pass die Hack und schluckt den Bemel rein. Er sieht, wie der Rebbe hackt und hackt. Er hört, wie der Bemel kräht und knackt, und das Bemel fällt, und der Rebbe spalt es auf Lippes, die Lippes auf Dine Scheitler, und er macht sich ein Bintelholz, nimmt es auch mit dem Strick von Keschene, er warf das Bintelholz über die Plätze, steckt zurück in den Hack in den Pass, lässt sich heraus vom Wald und geht zurück in Stott rein. In ein Hintergessel stellt er sich ab bei einem Ohren halb eingebrochen Heisel und klappt und im Fenster. Wer ist, fragt man erschrocken von Stuba raus. Der Litwak erkennt, als ist ein Kopf von einer Idene, von einer kranken Idene. Ja, entfernt der Rebbe aus Peuer geschlossen. Kto ja, fragt man weiter von Stub. Und der Rebbe entfernt weiter aus Malorussisch loschen Vassil. Was war ein Vassil? Und was willst du, Vassil? Holz, sagt der verstellte Vassil, ob ich zu verkaufen sehr billig, wer hätte ich in dem Holz? Und nicht warten die Käufer-Tschuwe, nimmt er sich in Stube rein. Der Litwak gammelt sich auch rein, und beim grünen Licht vom frühen Morgen sieht er ein armer Stub, zerbrochen, armer Kleibeis, im Bett liegt eine kranke Idene, verwickelt mit Schmattes, und sie sagt mit einem Bitterkohl. Käufen? Mit wo soll ich käufen? Wo hab ich eure Almone Geld? Ich will dir borgen, entfernt der Verstellte Vassil, in ganzen 6 Groschen. Von wann will ich dir bezahlen? Kräht die arme Idene. Narrisch Mensch, mussert sie der Rebbe. Seh, du bist ein arme kranke Idene und ihr getreut dir das bissel Holz. Ich bin Bituach, a du wirst bezahlen. Und du hast also starken, größten Gott und getreust ihn nicht und hast das ihm auf narrische 6 Groschen vom Bintelholz kein Betochen nicht. Und wer wird mir einheizen, kräht die Almone, ich hab den Koyach aufzustehen. Mein Sohn ist auf der Arbeit geblieben. Ich will dir einheizen, euch, sagt der Rebbe. Und reinlegen dich das Holz in euren, hat der Rebbe krächzendig gesorgt von Sliches, dem ersten Pisme. Und als er hat das untergezunden und das Holz hat freiler gebrennt, hat er gesorgt, schon ein bisschen lustiger von des Sliches, dem zweiten Pisme. Dem dritten Pisme hat er gesorgt, denn es hat ausgebrennt und er hat die Blech vermacht. Der Litwak, das hat das ausgesehen, ist schon geblieben an dem Mirover Chosid. Und später, ob ein Chosis hat einmal erzählt, als der Nemirover hebt sich auf Sliches-Zeit, jeden Frühmorgen, und flieht ein Rolf in den Himmel rein, vielleicht schon der Witwak nicht lachen, nur zugeben, stiller Heid.